Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbricht. Noch 10 Tage bis Ostern. Heute geht's um Petrus. Der sagt einmal: Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten handelt, den nimmt Gott an. Ganz gleich, aus welchem Volk er stammt. Das sagt also dieser Petrus, der so viel mit Jesus erlebt hat, der von sich immer davon überzeugt war, dass er nicht gerade begriffsstutzig ist. Und dann kommt dieser Punkt: Jetzt begreife ich es wirklich. Ein Satz, den er sagt, als der auferstandene Jesus schon längst wieder bei seinem Vater ist, als Himmelfahrt geschehen ist, als er so viel von dem Auferstandenen gelernt und gehört hat, man könnte denken: Petrus, jetzt erst? Denn er hat doch so viel erlebt. Aber gerade er, der Petrus, der so viel mit Jesus erlebt hat, war doch immer wieder auf sowas wie einer Achterbahn in seiner Nachfolge. Da war dieses Highlight: Als Fischer ist er groß geworden und er wird von Jesus zum Menschenfischer berufen. Eine ganz neue Aufgabe, für die es notwendig war, das alte Leben ganz und gar hinter sich zu lassen. Er hört Jesu reden, er hört die Bergpredigt und er lernt dadurch Gott, das Wesen, ganz neu kennen. Und nicht nur das, er hört nicht nur, er erlebt auch Dinge, wo wir normale Menschen denken: Boah, das würde ich auch mal gerne erleben. Er ist auf dem Wasser gegangen, auch wenn die Niederlage auf dem Fuß folgte und er fast ertrunken war, weil die Sorgen ihn haben versinken lassen in den Wellen und Jesus ihn retten muss. Und dann ist er doch der Erste von den 12, die es begriffen haben, wer wirklich Jesus ist. Da sagt er: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er bekommt daraufhin zugesagt von Jesus, dass er, der Petrus, eine Schlüsselstelle in der Gemeinde innehaben wird. Und direkt danach, wo man denkt, der hat es doch jetzt begriffen, da will er es nicht wahrhaben, was Jesus sagt. Er will nicht wahrhaben, dass Jesus leiden sollen müsste. Und da nahm ihn Petrus beiseite und er fuhr seinen Herrn an und sprach: Gott, bewahre dich, Herr, alles nur das nicht. Die Antwort kommt prompt und zeigt dem Petrus ganz klar, was es bedeutet, sich gegen den Willen Gottes zu stellen. Da redet Jesus ihn nicht mehr an mit Petrus, sondern sagt: Geh weg von mir, Satan! Du bist ein Ärgernis, denn du meinst ja gar nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und allzu menschlich ist es natürlich, dass Petrus diese wunderbare Zeit, die er mit Jesus hatte, verlängern will. Er will ihn nicht hergeben, er will ihn nicht leiden sehen. Und das ist letztlich, sagt Jesus, egoistisch. Ja, natürlich. Danach kommt noch der triumphale Einzug in Jerusalem. Die Volksmenge, die jubelt, und die bedeutungsschweren Worte beim letzten Abendmahl. Die Verhaftung, die Verleugnung und die Wiederannahme. Wiederannahme ist das falsche Wort. Petrus muss hören, dass er überhaupt nicht aus der Gnade gefallen ist, aber dass Jesus es wissen will, ob er ihn wirklich liebt. Diese Auferstehung und diese Begegnung, die haben ihn geprägt. Und dann auch noch deutlich nach der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Dann erst spät kommt es: Jetzt begreife ich wirklich, dass die Heiden mitgerufen sind. Und doch, selbst wo in dem Moment, wo er sagt, jetzt begreife ich wirklich, hat er doch noch nicht alles begriffen. Denn er stellt eine Bedingung für diese Gemeinschaft,
wenn man Gottes Gebote ehrt und folgt. Nein, andersrum. Das muss er erst noch begreifen. Da gibt es auch erst noch mal richtig Zoff mit Paulus in Antiochia. Ein Vorfall, wo es Petrus das, was er hier begriffen hat, wieder losgelassen hat und sagt, er kann doch nicht die Tischgemeinschaft haben mit den Heidenchristen, weil er sich an die Gesetze, an die Speisevorschriften und halten muss. Dieser Petrus, der ist unser Vorbild im Glauben und in der Nachfolge. Das ist eben dieses Auf und Ab, kein Hindernisgrund ist für Gott, für die Liebe Christi, sondern dass Jesus bei uns bleibt und mit uns geht, um uns tiefer hineinzuführen in alle Wahrheit, um uns tiefer hineinzuführen in den Glauben und das Vertrauen an ihn. Und jetzt frage ich dich, besprech doch mal in den nächsten 15 Minuten mit Jesus, was sind denn die Dinge, wo du sagst, das würde ich gerne begreifen? Oder was sind die Dinge, wo du sagst, da war mal so ein Punkt, da habe ich was begriffen, was mir vorher irgendwie noch nie richtig aufgegangen ist. Und dann danke Jesus dafür, dass er dich tiefer hineingeführt hat in alles Erkennen und Verstehen. Und so in den 15 Minuten, vielleicht liest du auch Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 1 bis 36. Sei gesegnet.